Ja, wir befinden uns hier immer wieder im Trainingslager. Hier ist Winterzeit, da ziehen sich die Rotaugen gern in die Hafengebiete. Dann bin ich mit meinem Teamkollege Felix hier mal unterwegs und da sind wir die letzten paar Wochen, waren wir eins oder zweimal immer hier. Da mussten wir oben sitzen in der Schräge. Jetzt fällt das Wasser, sodass wir uns hier an dem Sockel uns platziert haben und fischen da auf die typischen handlangen Rotaugen. Die Fische sind meist so 80 bis 100 Gramm schwer und da haben wir natürlich viel vor. Ich habe für die Firma Sänger das MS Range Programm geplant bis zur Anspo. Da testen wir jede Menge Futtermittel, Montagen und da sind wir dann also jede Woche unterwegs. Und heute haben wir mal einen Seitenarm im Test und der hat sich als Optimum bewährt. Wir haben verschiedene Montagen auf die Rotaugen im Einsatz und jetzt sind wir zum Schluss bei dieser Montage gelangt. Die werde ich euch nachher nochmal zeigen. Auch was zum Futter und zu den Dips, was heute geht. Upp, da hat sich einer ins Kraut gehängt. Upp, das ist immer die Gefahr. Ach, jetzt ist er weg. Das ist der einzige Fisch heute im Video, wo so hängen bleibt. So, es kommen ganz leichte Spitzen hier zum Einsatz. Die Schlagschnur haben wir richtig verkürzt. Geflochtene Schnur als Hauptschnur. Ganz kurze Schlagschnur, weil die Bisse bei dem kalten Wasser, die sieht man kaum, auch wenn hier kein Wind ist. Haben wir so eine Dreiviertelunze Glas drin auf die neue Prototyp-Rute, die man auf 3,90 Meter fischen kann oder auf 3,30 Meter. In dem Fall bei 25 Metern fischen wir die 3,30 Meter. So, und die zeigt exzellente Eigenschaften im Werfen, in der Bisserkennung bei den Spitzen und im Drill, dass man da eigentlich ganz gute Dinge sind, was da präsentiert wird im Oktober. So, wir fischen ganz kleine Minikörbe, Edelstahl. Spitze wird ziemlich nach unten gelegt. Das ist gerade beim Wind ist die Fiberglasspitze extrem empfindlich und somit ist das ganz gut geschützt. Schon so ein ganz kleiner Pieps, da muss man anschlagen bei dem langen Vorfach. Da haben die Fische sogar meist geschluckt. Also wer da das ignoriert, der wird wenig Erfolg bei dieser Methode im Winter haben. Oh, das ist so ein typisches handlanges Rotauge, ganz blass, wenn das Wasser kalt ist, haben die keine schöne Farbe, alle fast silber. Und der Felix, immer wenn jetzt ein bisschen weniger, also wenn es schlecht beißt, dann versuchen wir irgendwie zu boostern, sei es jetzt mit Aktiv-Seed Booster, mit Sämereien, da kann man wieder den Fisch an den Platz locken, das ganze Futter wird dann richtig aktiv, steigen Partikel auf. Der Felix hat drüben ab und zu Dips im Einsatz. Die kann er mal ganz kurz zeigen und was dazu erzählen. Der Tutti-Frutti-Dip, der geht heute eigentlich ganz gut. Und Honig-Vanille habe ich vorhin auch probiert. Da sind auch ein bisschen aggressiver gekommen als normal. Und das waren eigentlich schon die besten Dips, die ich im Einsatz hatte. Was wir ab und zu noch mal einsetzen, ist das Roach Option 3. Gut, der Name, der ist jetzt von mir jetzt erstmal so gewählt, weil wir ja eine ganz große Palette auszutesten haben. Aber das ist eine reine Gewürzmischung auf Naturbasis mit verschiedenen Komponenten in Weihnachtsrichtung. Also speziell jetzt mit Anis, Koriander, Nelken und diversen anderen Zutaten. Und gerade bei dem kalten Wasser, wenn es kalt ist oder das Wasser verschmutzt ist, dann riecht der Fisch, dann kann er nicht auf Sicht gehen und dann kann man ab und zu auch mal dazu würzen. Also das schadet auf keinen Fall. So, wenn man, das haben wir heute noch nicht eingesetzt, rote Futterfarbe, wenn man gar nichts geht, aber da, wir haben immer Biss regelmäßig, sodass wir, sage ich mal, nicht erstmal mit den Farben rum experimentieren. Das Futter, das ist, hat die dunkle Tönung, mittelkörnig. Habe ich aus dem Pinky-Sieb die Reste, die überbleiben, habe ich weggeschüttet. Und zum Einsatz kommen eigentlich nur Maden und Pinkys. Wobei ich immer drei, vier Pinkys immer in den Futterkorb lege. Und vorhin schon erwähnt,
Edelstahlkorb Mini. Die Fische fressen sehr wenig. Das reicht völlig aus, um die immer bei Fresslaune zu halten. Und mit dem kleinen Korb wirft man natürlich auch sehr genau. Das ist enorm wichtig. Jetzt da verteilen sich die Fische nicht. Die sind auf einem Fleck und die werden immer in Fresslaune gehalten, wie schon erwähnt. Dann wird das Ganze wieder gestopft. Die Entfernung fischen wir 25 Meter. Wir würden bestimmt auch Fische auf 20 Meter fangen. Vielleicht aber auch auf 40 vermutlich. Also der Hafen ist momentan gut voll mit den handlangen Rotaugen. Aber die Fiederfischerei macht erstmal Spaß ab 20 Meter, unter 20 Meter. Aber da kann man auch dann mit der Stipprute angeln oder dementsprechend mit der Match oder Bolo. Aber wir haben uns auf Fiedern versteift und das klappt eigentlich ganz gut. Wird so 4,5 Meter tief. Ist jetzt noch Spannung drauf bei dem 35 Gramm Korb. Jetzt ist der Grund erreicht. Jetzt mache ich die Feinabstimmung, ohne dass ich den Korb wegbewege. Wird leicht gespannt. Einmal weggezogen kurz, dass das Vorfach gestreckt ist. Und jetzt muss man ein geschultes Auge haben, auch wenn es eine Fiberglasspitze ist. Und jeder Zupfer wird hier sofort angeschlagen. Jetzt hat der Felix wieder eins gefangen, also sind alle handlang. Einen kleinen Brassen hatten wir von 15 cm. Früher in meiner anderen Zeit, vor 15 Jahren hier, ich wohne ja in unmittelbarer Nähe, da haben wir bei diesem Wasserstand öfters Brassen gefangen. Das ist hier die letzten Jahre immer Fehlanzeige. Jetzt geht mal nichts, jetzt zieht man mal ganz leicht an, bewegt man den Korb leicht weg. Jetzt wird das Futter nochmal vom Korb gelöst und dann lässt man erstmal wieder liegen. Geködert habe ich mit einem Pinky, 16er Haken. Da sind wir auch am Austesten, ein Pinky aufgezogen, zwei lange Made vorne drauf. Die Maden sind jetzt nicht mehr die beste Qualität. Da braucht man schöne frische Maden, die sich schnell auslutschen. Die Fische haben jetzt wenig Kraft. Fehlbiss gehabt. Man kann dann nochmal liegen lassen. Öfters kommen dann, wenn viele Fische am Platz sind, nochmal der Nachläufer. Andernfalls, man darf auch nicht zu lang warten. Die Fische sind also schon empfindlich. Wenn jetzt die Made jetzt verlutscht ist, jetzt eben hat er nochmal nachgenommen. Die Made verlutscht ist, dann nimmt er nicht mehr nach. Das war nur am Anfang der Fall. Ja, jetzt hat er wieder gehen gelassen. Jetzt habe ich angeschlagen, im Ziehen hat er genommen. Also macht Spaß, ist Winterfischerei. Die auch beim kalten Wetter, heute haben wir Nordwind, also wir haben zum Glück Rückenwind. Dementsprechend ist es nicht ganz so. Und das ist das typische Hafenrotauge, was wir momentan fangen. So, weiterhin, vorhin hatte ich schon erwähnt mit ein paar Sachen. Wenn es mal Beißflaute ist, versuchen wir die Fische irgendwie wieder zu aktivieren, zu animieren. Da haben wir hier Aktiv Seed Booster, habe ich das mal genannt, das Muster, was ich mir habe aus meinem alten Rezeptkatalog, aus meinem schwarzen Buch, wieder zusammengesucht habe. Sind sehr viele Sämereien und vielleicht sieht man das jetzt mal, wenn ich das jetzt so mal ins Wasser werfe, wie aktiv das Ganze ist. Ihr seht, das geht sofort hoch, wenn es aus dem Korb unten, der Korb geht aufs Wasser, geht runter auf Grund und unten explodiert es. Und dann gehen sofort Partikel hoch und das ist der Effekt, wo das Rotauge sofort den Köder sucht und man kann das ein oder andere Rotauge überlisten. Also man macht aus dem passiven Futter ein aktives Futter und das nehmen wir immer, wenn mal so eine Flaute ist. So, der Bringer war heute immer die Dosierung von den Maden natürlich. Das ist immer auch ein entscheidender Punkt in der Futterstrategie. 5-6 Maden immer drin, hier reingelegt.
sandwichmäßig zugemacht. Ziemlich trocken das Futter gehalten. Für Rotaugen mache ich extra eher trocken und dann auf jeden Fall abgebunden. Das geht runter und geht sofort auf. Durch die 8 mm Masche wird sofort freigegeben. Die Bisse kommen sehr schnell. Also muss das Futter auch durch eine 8 mm Masche sehr schnell freigegeben werden. Das ist entscheidend. Hat man feine Maschen und schlägt sofort an. Und dann nimmt man natürlich Futter mit in die Spur. Und man ist nicht, das Futter verteilt sich auf der Strecke. Deswegen trockene Mischung, festgedrückt und 8 mm Masche ist ein Top-Tipp für Rotaugen. Also ich zeige euch jetzt nochmal die Montage, mit der wir heute geangelt haben. Die Idee hatte Michael auf der Weltmeisterschaft von den Holländern bekommen, die dort mit der Montage geangelt haben. Und wir haben die jetzt noch etwas verfeinert und das zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Also das hier ist die Originalmontage von den Holländern. Die ist so aufgebaut, da ist eine Perle mit einem Wirbel dran. Die läuft dann frei in der Schnur und wird unten durch eine Perle und einen Silikonstopper gestoppt. Wir haben uns jetzt die Montage genauer angeguckt und haben bemerkt, dass wir uns ab und zu eben auch die Länge verändern wollen. Wenn zum Beispiel eine Kante ist, dass man den Korb eben kürzer an die Hauptschnur machen kann, dass man nicht an der Kante hängen bleibt. Deshalb haben wir jetzt anstatt diesen Wirbel mit einer Perle einen anderen Wirbel genommen. Das sieht so aus. Und es ermöglicht uns eben, dass wir die Länge variieren können und dieses Stück austauschen können. Das heißt, wir können ein kürzer gezwirbeltes Stück nehmen oder ein länger gezwirbeltes Stück. Das Stück hier in der Mitte ist aus einer dicken, harten Schnur gemacht, die dann als steifer Seitenarm funktioniert. Und unten ist ein ganz normaler Wirbel angebracht, um den Korb einzuhängen. Der Schlauch, das muss am besten ein ganz weicher Schlauch sein, damit er leicht und geschmeidig nach oben und unten zu schieben möglich ist. Und ein weiterer Vorteil von der Montage ist, dass sie eben chipsgerecht ist. Das heißt, sie ist ein Freilaufsystem, die komplett frei auf der Hauptschnur laufen kann und somit auch auf internationalen Wettkämpfen eingesetzt werden kann. So, das ist das Abschlussbild, das ist der Fang von 2 Stunden Rotaugenfiederei. Ist kein großes Rotauge dabei, alles fast die gleiche Größe. Aber hat unwahrscheinlich Spaß gemacht jetzt. In den 2 Stunden hatten wir gut zu tun. Ihr seht, es sind doch so 30, 40 Rotaugen, werden es sein. Wir haben nicht durchgezählt. Und wie gesagt, es kommt voll noch andere Videos demnächst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Film zu sehen und bis dahin, ja. Bis zum nächsten Mal.